Bindung zu und los geht's. Gentenalp, ob Adelboden, die ersten Fahrer testen Pisten aus Altschnee. 500 Meter lang, 60 Meter breit und fast 1 Meter dick ist die Piste mitten im Grünen. Hier soll vor allem der lokale Skinachwuchs trainieren können. Das sind nach der Schule zum Beispiel, Mittwochnachmittag. Die Infrastruktur ist da. In 6 Minuten sind sie da oben. Es ist ein Nordhang von der Exposition ideal. So, dass sie eigentlich Trainingsmöglichkeiten haben, ohne jedes Mal weit zu fliegen oder ins Wallis zu reisen. So, dass es eigentlich auch für alle jungen Mädchen und Jungen überhaupt möglich ist. Es ist ein aufwendiges Projekt, das der Verein Trainingszentrum auf die Beine gestellt hat. Ende April haben mehrere hundert Freiwillige einen Schneehaufen von 24'000 Kubikmeter zusammengetragen. Den haben sie mit Platten, Folie und Vlies isoliert, damit der Schnee nicht schmilzt. Etwas mehr als 2/3 vom Frühlingsschnee sind bis im Herbst übrig geblieben. Ein Teil ist im heissen Sommer weggeschmolzen. Der Versuch auf der Gentenalp dauert 3 Jahre. Wissenschaftler von der Schneeforschungsanstalt WSL und von EPFL Lausanne begleiten das Projekt und untersuchen die Auswirkungen des Schnees auf die Pflanzen und auf den Boden. Und trotzdem sieht man bei ProNatura das Projekt kritisch. So ein Snowfarming-Projekt, das ist für ProNatura ein bisschen sinnbildlich für eine gewisse Hilflosigkeit, die offenbar bei den Wintersportdestinationen herrscht, indem man versucht, mit allen Mitteln die Skisaison zu verlängern. Das ist aus unserer Sicht weder nachhaltig noch langfristig sinnvoll und wirkt einfach ein bisschen absurd, auch wenn man die Bilder anschaut. Das ist 100% Naturschnee hier oben gefallen, praktisch keine Transporte. Und es braucht manchmal so ein bisschen Innovation. Die einen sagen Innovation immer Spinneridee. So oder so, vom Nachwuchsfahrer bis zur Skilegende, die Adelboden haben alle Freude am Schnee von gestern. Skifahren auf Gent Mitte Oktober kann man nicht sagen, oder? Also für uns ist es sicher super, dass wir auch immer auf Zermatt aus Asfem ist, sondern dass wir einfach hier bei uns in der Region fahren können. Hoffentlich wird es noch ein bisschen schattig, dann wird die Piste noch ein bisschen härter. Aber sonst ist es super zum Fahren. Ja, die Temperaturen sind schon gerade genug warm, aber sonst ist alles wie normal. Halt grün nebendran, aber das spielt mir jetzt nicht so eine Rolle. Ab sofort wird hier von Mittwoch bis Sonntag trainiert. Zwischendurch geht die Piste aber auch für andere auf, dass sie fahren können auf dem Schnee vom letzten Frühling.